Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Mal schauen, was Idris jetzt für eine Aufgabe für uns hat, wie wir ihm helfen können, nachdem wir ihm letzte Folge die Aufenthaltserlaubnis hier quasi die Genehmigung geholt haben, dass er hier seinen Jahrmarkt aufbauen darf. Die, ja, Flöcke, aka Schiffsmasten und die Flaggen. Mal schauen. Dann haben wir schon einiges geschafft. Aber ich brauche mehr Zeltpflöcke. Ich brauche den großen für die Mitte und außerdem noch etwas, um die Seile zu befestigen. Mein Narr hier sagt, dass wenn du ihm 5 Bäume besorgen kannst, dann kann er den Rest machen. Ich habe inzwischen eine Axt von Konrad geliehen. Hier, fälle 5 Bäume und gib sie dem Narren. Ich habe 5 kranke Bäume hinter dem Wagen gesehen. Niemand wird sie vermissen. Okay, 5 kranke Bäume hinter dem Wagen. Irgendwo hier unten? Ja, aber die sehen nicht krank aus. Die sehen definitiv alles andere als krank aus. Naja, im Endeffekt ist alles James Schuld. Hätte James mal nicht die Flöcke zersägt? Oh, und Foxy kriegt wieder alles auf den Hintern. Hätte er mal nicht die Flöcke zersägt, dann hätten wir jetzt gar keine Bäume fällen müssen. Hier ist noch einer. Und hier haben wir auch noch einen. Das hier ist der letzte. Ach ja. Meine treue kleine Foxy. Warte mal. Das hier ist doch ein ganz tolles Bild, oder nicht? Oh Mann. Ja, Hauptsache wir passen noch irgendwie drauf. Eigentlich nicht, aber naja, gut. Oh, war ja. Danke, Dina. So, jetzt wird sich hier um die Stämme gekümmert. Okay, hier können wir erst morgen wieder weitermachen. Ich frage mich immer noch, was... Hat er unterschiedliche Augen? Das, wo dieser Wirbel vor ist, das ist braun und das andere ist hellblau. Ich finde Idris immer noch komisch. Ich kann mir nicht helfen. Keine Ahnung. Der Kerl ist mir einfach suspekt. Ich kann nicht mal wirklich begründen, warum. Es ist einfach so. Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja. Ich würde sagen, wir reiten jetzt hier mal über die Brücke. Und gucken dann mal hier in Jarlaheim vorbei. Ist es Amelia? Hatten wir nicht bei Jill eine Quest? Oh Gott. Wie immer, ich sollte eigentlich... Ach, hier sind wir jetzt. Oh Mann. Ich sollte eigentlich nicht auf die Karte gucken, während ich hier rumreite. Ist das echt? Ist das Amelia? Naja, wir schauen einfach mal. Können wir da oben den Transporter schon nehmen? Zur Sunfield Farm? Dann wären wir ja deutlich schneller, als wenn wir jetzt entweder erst nach Fort Pinter reiten. Oder hier den Weg durch den Wald nehmen. Jarlaheimfeld, Unglücksrabenfarm. Jarlaheimfeld, das ist richtig. Gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich nehme an, dass es jetzt eigentlich nicht Amelia ist, bei der wir eine Quest haben. Ich glaube, das ist Jill. Denn bei Jill hatten wir ja gestern diese illegalen Machenschaften der GED gemeldet. Das heißt gestern, das ist jetzt glaube ich schon wieder 3 Folgen her. Mit dem Funkverstärker. Genau, Amelia hat nämlich noch eine Daily für uns und Jill hat die Quest. Auf der Karte erkennt man das manchmal ein bisschen schwer, weil dann so viele Quest-NPCs direkt nebeneinander stehen. Und da sieht man das nicht unbedingt immer. Hallo Jill. Der Empfang ist sehr schlecht in der Gegend rund um die Untersuchungsstation Beta-Diener. Ich habe den starken Verdacht, dass es auch dort illegale Senderausrüstung gibt. Wenn du Zeit hast, kannst du gerne dorthin reiten und nachsehen, ob du etwas findest. Beta, da hinten ist es. Okay, gut. Da machen wir uns mal auf den Weg. Gucken wir mal. Wir sind ja mittlerweile im GED-Ausspionieren richtige Experten geworden hier.
Okay, das ist das hinter der Sunfield Farm. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten runter reiten. Genau, hier müssen wir runter. Und dann da unten Richtung Meer an der Küste lang. Ach ja. Ja. Da steht schon das Ding. Gut, dass wir wieder unser tolles J-Phone dabei haben zum Testen. Wo komme ich jetzt am schnellsten wieder hoch? Ich glaube, hierher komme ich auch wieder hoch. Oder? Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Ganz schön steil hier. Gut, dann mal wieder zurück zu Jill. Berichten wir ihr mal. Ja, das ist klar, dass man mit so einem riesen Apparat hier den Funkverkehr stören kann. Ich meine, klar, das wird auch schon mit kleineren Teilen möglich sein, aber... Aber ich frage mich echt, ob die sich gedacht haben, dass man das nicht sieht. Ganz ehrlich, das ist so ein Riesenteil. Wir mussten jetzt nicht mal großartig suchen, um es zu finden. Das ist schon sehr dreist. Und dann zu sagen, hoch, ja, das ist ja, illegale Machenschaften. Damit können wir uns nicht identifizieren. Ich feuer einfach mal die ganze Arbeitsgruppe. Ja, ja. Die Frau Drake. Da sieh mal einer an. Die gleiche illegale Senderausrüstung bei Untersuchungsstation Beta. Miss Drake kann wohl wieder einen ihrer Bediensteten beschuldigen, aber wenn es bei allen Stationen diese illegale Ausrüstung gibt, wird es schwer für sie, sich aus der Sache wieder rauszukommen. Der Empfang rund um die Untersuchungsstation Gamma war sehr schlecht, Dina. Ich habe den Verdacht, dass auch hier illegale Senderausrüstung... dass es auch hier illegale Senderausrüstung gibt. Reite dorthin und sieh nach, ob du etwas Verdächtiges finden kannst. Gamma ist oben bei der Goldspurfarm. Dann machen wir uns da auch mal noch hin. Ja, vielleicht kriegen wir Frau Drake auch irgendwie hier aus Jalaheim weg. Das wäre natürlich jetzt auch nicht unbedingt unpraktisch. Frau Drake ist schon echt ein Drachen und ich bin komplett davon überzeugt, dass die mit dem Verschwinden der eigentlichen Bürgermeisterin zu tun haben. Wer denn sonst, wenn die zu einem Treffen mit Frau Drake gehen wollte und sie dann nicht mehr auftaucht? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Also das ist mehr als nur naheliegend, würde ich sagen. Gut, hier ist Gamma und da ist auch wieder so ein Sender. Der ist schon ein bisschen besser versteckt, aber nicht gut genug für uns. Und zurück zu Jill. Waren das jetzt hier eigentlich alle Ausrüstung, alle Ausgrabungsstationen oder haben wir da jetzt noch eine, die... Hier ist doch noch irgendwo eine. Ich meine, hier müsste noch eine sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Gucken wir mal, das werden wir jetzt erfahren. Oh, hier bin ich falsch, weil garantiert müssen wir jetzt hier bei jeder Station vorbeischauen und auch bei jeder Station diese Verstärkerteile finden, die das Funknetz stören. Und damit müssen wir bestimmt wieder zu Frau Drake und sie zur Rede stellen und sagen, hier, das ist nicht auf dem Mist deiner Arbeitsgruppe gewachsen, das ist... ist deine Schuld. Komplett, ganz und gar. Na, wie ich es mir gedacht habe. Auch bei Station Gamma illegale Senderausrüstung. Also auch diesmal kann es Miss Drake auf einen ihrer Untergebenen schieben. Aber wenn wir bei allen Stationen illegale Senderausrüstung finden, wird es sehr schwer für sie werden, da wieder rauszukommen. Der Empfang rund um die Untersuchungsstation Delta war sehr schlecht, Dina. Ich habe den Verdacht, dass es auch hier illegale Senderausrüstung gibt. Reite dorthin und sieh nach, ob du etwas Verdächtiges finden kannst. Delta, da unten ist die. Ja, genau. Das meinte ich. Ich wusste nur nicht mehr genau, wo die war. Ja, dann gut, dann reiten wir da jetzt auch noch hin. Und das müsste eigentlich die letzte sein. Was kommt eigentlich im griechischen Alphabet nach Delta? Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das griechische E? Oh, stopp. Sind falsch abgebogen.
Hier müssen wir hoch. Ja, genau, hier eine Rennstrecke lang, wo wir damals die Dachteile aufsammeln mussten und die Hühner einfangen mussten. Stimmt ja, stimmt ja. Und wo ist hier das illegale Ding? Da steht's. Oh, wie steht denn das da bitte? Okay, ich glaube, ich muss um die Mauer drum rumreiten. Ich glaube nicht, dass wir da mit unserem tollen J-Phone so nah dran kommen. Also ganz ehrlich. Wer stellt bitte so diese Sendestation hier hin? Also, der gehört nur allen Ernstes gefeuert. Das kann doch nicht in der Ernst sein. Oh Mann. Gut, dann zurück zu Jill. Bericht erstatten. Und dann gucken wir mal, was wir dann machen können. Erstmal schauen, was Jill uns jetzt sagt, wie wir weiter vorgehen sollen. Wir können ja jetzt hier nicht eigenmächtig handeln. Wir müssen schon auf Jill hören. Ich meine, sie ist ja jetzt, sind wir mal ganz ehrlich, Jill ist die Bürgermeisterin. Es ist zwar eigentlich ihr Bruder Jack, aber der macht ja nichts. Es ist wirklich, Jill steckt ja hinter allem. Sie macht ja alles und übernimmt alles von Jack. Also ist ja eigentlich Jill die Bürgermeisterin, kann man ja so sagen. Gut. Da sind wir auch schon wieder. Da sieh mal einer an. Die gleiche illegale Senderausrüstung, auch bei Untersuchungsstation Delta. Miss Drake kann wohl wieder einen ihrer Bediensteten beschuldigen, aber wenn es bei allen Stationen diese illegale Ausrüstung gibt, wird es schwer für sie, aus der Sache wieder rauszukommen. Willst du uns jetzt jedes Mal dasselbe sagen? Es gab also bei allen Untersuchungsstationen der GED illegale Senderausrüstung. Das ist wohl nichts, was Miss Drake auf ihre Untergebenen abschieben kann. Dass alle ihre Arbeiter auf eigene Faust eine solche Ausrüstung anschaffen, das ist so unglaubwürdig, dass niemand ihr das glauben wird. Ach, wem mache ich hier etwas vor? Die GED wird wohl auch in diesem Fall wieder mit einem blauen Auge davonkommen, aber es wird ihnen in jedem Fall einen Dämpfer verpassen. Du fragst dich, was ich damit meine? Nichts, Dina, nichts. Okay, ich habe keine Beweise, aber ich glaube, dass die GED-Untersuchungsstationen nur der Deckmantel für ein viel größeres und unheimlicheres Projekt sind. Wenn wir sie nicht aus der Erntefeldprovinz vertreiben können, so wird es in ein paar Jahren wohl keine Erntefeldprovinz mehr geben. Aber ich habe keine Beweise, das ist nur ein Bauchgefühl. Vergiss, was ich gesagt habe, Dina. Das ist wohl nur meine Fantasie, die mir einen Streich spielt. Weißt du was? Du hast dir eine Belohnung für deine Hilfe verdient. Geh zu meinem Bruder Jack und bitte ihm, dir einen Dankesbrief 5. Grades zu überreichen. Das ist nicht viel mehr als eine symbolische Geste, aber es ist ein Zeichen unserer Wertschätzung. Oh, und wir bekommen Schuhe. Okay, ich würde sagen, das machen wir jetzt fix diese Folge noch. Das ist auch so ein schickes Pferd hier von der Lynn Haybrook. Hallöchen, wie kann ich dir denn heute helfen? Ein Dankesbrief 5. Grades? Was ist denn das für ein Unsinn? Wer will denn so einen langweiligen Unsinn als Geschenk? Jetzt lass mal Jack an die Sache ran. Ich werde doch ein richtiges Geschenk für dich finden. Schau mal hier. Super, nicht wahr? Viel Spaß beim Tragen. Wir hören uns. Was hat er uns jetzt geschenkt für Ballerinas? Schwarze? Ja, ich meine, sie haben jetzt nicht die tollsten Werte, aber ich meine so ein paar schwarze Ballerinas-Bürgermeisterschuhe. Die haben doch auch was, je nach Outfit. Ich würde aber mal sagen, mit einem neuen Paar Schuhe und der Erkenntnis, dass Jill da irgendwie noch mehr hinter vermutet, als nur die Ausgrabungsstellen, verabschiede ich mich dann für heute von euch und wir hören uns dann morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.